Hier sind die Top 10 aus Deutschland. Von 19 rauf auf 10 Crush und House Arrest. Ein Platz gestiegen auf die 9 ist Sandra und Stop for a Minute. Plätze gestiegen von 15 auf 8, Terence Trent D'Arby und Sign Your Name. Sign your name across my heart. I want you to be my baby. Sign your name across my heart. I want you to be my lady. Auf der 7 geblieben sind die Rainbirds aus Berlin und Blueprint. Drei Plätze gefallen, von 3 auf die 6 ist Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Riesensprung für Taylor Dane von 50 auf die 5 mit Tell It to My Heart. Gestiegen auch Domino von 6 auf die 4 mit Here I Am. Platz rauf von 4 auf die 3 für BB SMP I Need You. Lange Zeit waren sie die 1, jetzt auf der 2 die Pet Shop Boys, Always on My Mind. Bis auf die 1 vorgetanzt, Giuliano Makena und My Love. Die alte und neue Nummer 1 in Deutschland, Giuliano Makena, My Love is a Tango. Dieser Applaus gilt unseren Studiogästen Silvia Seidel und Giuliano Makena. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Danke, hallo. Die beiden sind hier, weil sie einen Preis in Empfang nehmen und zum ersten Mal unseren Teasy, und zwar für die Nummer 1 in Deutschland für My Love is a Tango aus dem Weihnachtssechsteiler Anna, allen bekannt. Und so schreibt man ihn auch zur Preisübergabe. Das ist der Wolfgang. Der Wolfgang wird jetzt der Silvia unseren neuen Teasy überreichen. So, und dann ist die Birgit auch noch da. Die Birgit gibt dem Giuliano jetzt die Nummer 1. Und der Giuliano hat auf seinem Teasy noch draufstehen für My Love is a Tango, weil der Giuliano ist der Interpret des Liedes. Wie ist denn das Lied entstanden? Der Franz Strecker, der Regisseur des Films, hat den Sigi Schwab angerufen. Er hat gesagt, ja, ich möchte so einen Tanzfilm machen. Dann hat der Sigi Schwab mich angerufen, weil wir schon seit 3 Jahren miteinander arbeiten. Hat mir gesagt, ja, das sind 2 Nummern zu singen und ein bisschen Perkussion einzuspielen. Und dann bin ich so im Studio gegangen und habe die Nummer eingesungen und eben auch ein bisschen Perkussion dazu. Und das ist raus geworden, die Nummer 1. Und das ist raus geworden, ja. Kannst du denn selber tanzen? Du kommst aus Südamerika? Ja, ich kann schon tanzen. Ja? Also kein klassischer Tanz. Kein Ballett. Und auch lange nicht so gut wie die Silvia, aber ich kann mich schon bewegen. Ja, also wie das Ganze aussieht im Video, das schauen wir uns jetzt an. Die Silvia tanzt, Giuliano singt My Love is a Tango, die Nummer 1 in Deutschland. Yeah.
Love is the Tango, sehr schöne Tanzszenen. Silvia, ich habe eben rumgefragt, die zwei oder drei haben angefangen mit dem Ballett. Habt ihr eigentlich mit diesem riesigen Erfolg von Anna gerechnet? Die Mädchen und die Jungs laufen jetzt in die Tanzstudios, fangen an, Ballett zu tanzen. Nein, keiner. Also wir dachten schon, dass es ganz gut ankommt zur Weihnachtsserie, aber sowas... War nicht so. Und jetzt freuen sich alle, denn ihr dreht einen Kinofilm. Es gibt Anna, den zweiten Teil. Wie sieht das aus? Wir fangen also dieses Jahr im Sommer wahrscheinlich an. Und dann versuchen wir es auch dieses Jahr noch in die Kinos zu kriegen. Und über die Geschichte, weißt du da schon was? Nichts. Noch nichts. Wird auch nichts verraten wahrscheinlich, oder? Aber Patrick Bach spielt auch wieder mit? Ja, auf jeden Fall, klar. Also gleiche Besetzung? Ja. Und so weiter. Ja, freuen wir uns auf den neuen Kinofilm mit Anna, mit Silvia Seidel, mit der Musik wahrscheinlich wieder von Guillermo Marquena. Ja, das glaube ich schon. Ne? Ja. Meine ich doch auch.